Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen nach Ewigkeiten, naja gut, nach 2 Wochen ungefähr, mal wieder zu einem neuen Reisevideo. Okay, sind fast 3 Wochen, denn ich habe das tatsächlich ziemlich vermisst. Ihr habt es ja mitbekommen, und wie angekündigt geht es nun heute nach Tschechien. Zwar nicht erst heute Nachmittag, wie ich es eigentlich, naja, mitgeteilt hatte. Ich fahre jetzt doch schon morgens los. Wir haben es jetzt 8:45. Liegt einfach daran, dass ich mal wieder den ganzen Nachmittag gestern gepennt habe, heute Nacht nicht wirklich schlafen konnte, jetzt noch topfit bin. Denn, naja, es ist ja an den meisten wahrscheinlich nicht unbedingt vorbeigegangen. Zumindest die Nerds unter euch haben es mitbekommen. Das neue Pokémon-Spiel oder die neue Pokémon-DLC ist raus. Und demzufolge habe ich gestern, naja, sehr, sehr lange bis in die Mittagsstunden hinein Pokémon gespielt. Bin dann dementsprechend schlafen gegangen und konnte dann logischerweise abends nicht einschlafen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde das jetzt so machen, dass ich jetzt durchziehe. Vielleicht 1-2 Pausen unterwegs an schönen Orten mache. Das will ich euch noch nicht versprechen. Das werde ich dann nach Lust und Laune entscheiden. Denn es gibt so ein paar Sachen auf der Route, die wollte ich mir seit Ewigkeiten schon anschauen. Kennen die meisten von euch bestimmt, ich allerdings noch nicht. Also möglicherweise gibt es eine kleine Unterwegs-Überraschung. Falls nicht, fahre ich jetzt gemütlich durch bis in die Nähe von Pilsen. Das ist so ein Dorf, 30 Kilometer außerhalb ungefähr. Ich sage euch nachher, wie das heißt, wenn ich das genau weiß. Ich gebe das gleich ins Navi ein, um dann, naja, vor dem Abendessen noch ganz gemütlich ein bisschen zu schlafen, dann mit den anderen essen zu gehen und dann hoffentlich heute Abend müde genug zu sein, um morgen früh, naja, um relativ vergleichsweise früh anzuschlafen, um dann morgen früh fit für den Wettkampf zu sein. Jetzt aber geht's direkt los. Ich filme euch auch von unterwegs, wenn wir über die Grenze fahren, so ein paar Autofahrsequenzen. Das lohnt sich jetzt in Berlin noch nicht. Aber ich versuche ein kleines, buntes Reisevideo zusammenzustellen. Klar, leider ohne Hafen. Ich fahre halt einfach nicht Schiff. Logisch, muss ich nichts zu sagen. Ich weiß noch nicht, wie lange das wird. Kommt drauf an, was heute noch so passiert. Das kann ein 10-Minuten-Ding werden, das kann ein 40-Minuten-Ding werden. Wir werden sehen. So, jetzt aber viel Spaß mit dem kleinen Ausflug zum Wettkampf nach Tschechien. So, ihr Lieben, und da sind wir an unserem ersten Zwischenstopp angekommen. Ich habe mich doch dazu durchgerungen, die 10 Kilometer in Anführungszeichen Umweg zu fahren. Denn ich bin ja extra früh losgefahren in Berlin, deswegen bin ich super in der Zeit und habe euch einen ganz besonderen Ort ausgesucht, wo ich wirklich seit Ewigkeiten schon hin wollte. Ich bin da bestimmt schon 10, 20 Mal dran vorbeigefahren. Ich war immer zu faul zum Anhalten. Aber heute passt es ganz wunderbar. Ich zeige euch das erstmal aus meiner Perspektive bzw. über die Frontkamera und drehe euch natürlich gleich die Sicht. Schaut mal, vielleicht könnt ihr das Panorama, auch wenn es völlig überbelichtet ist und ich total verpennt aussehe, erkennen. Jetzt sollte es besser gehen. Der Ortskundige hier aus der Nähe von Dresden, der hat es mit Sicherheit schon mal gesehen. Die Nostalgiker unter euch wahrscheinlich auch. Aber ich drehe euch erstmal die Kamera, dann sage ich euch, wo wir nun angekommen sind. Diesen wunderschönen Schwan entdeckt. Deswegen sind wir natürlich nicht hier. Ein kleiner Scherz am Rande. Schaut mal, die Kulisse ist euch allen mit Sicherheit bekannt. Zumindest jeder, der gern Weihnachtsfilme schaut, hat das bestimmt schon tausende Male bei den 3 Haselnüssen für Aschenbrödel gesehen. Ich habe die Chance genutzt und bin in Moritzburg rausgefahren. Habe mir gedacht, wir spazieren einfach mal eine Runde durch den Schlosspark, bevor es weitergeht. Allerdings haben wir es mittlerweile schon gleich 13 Uhr. Das war ganz schön abenteuerlich, hier hinzukommen. Das erzähle ich euch jetzt gleich nebenbei. Wir setzen uns erstmal in Bewegung. Genießt den schönen Blick hier, denn ich finde, dieses Schloss sieht einfach mega schön aus. Ansonsten, na klar, es ist nicht ganz so viel los. Es ist ja nur noch mehr oder weniger mitten in der Woche, auch wenn Freitag ist. Die meisten Leute sind um die Uhrzeit noch bei der Arbeit. Deswegen ist es nicht unbedingt von Touristen überlaufen, wie ihr seht. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Falls nicht, gibt es den Ton später aus dem Off. Ihr kennt das Spiel ja. Gut, hier ist es jetzt noch ein bisschen blöd, weil die Bäume im Weg sind. Aber es sieht danach aus, dass man einmal komplett um das Schloss herum wandern kann. Ich habe ein Parkticket für eine Stunde gelöst. Ich denke, das ist schaffbar. Und wir machen gemeinsam den kleinen Rundgang. Beziehungsweise ich zeige euch immer die Sachen, wenn es irgendwas Spannendes zu sehen gibt. Sonst wird das für euch zu langweilig. Ihr seht nachher auch noch einige Fahrszenen im Formel-1-Modus. Ihr kennt das ja noch aus Schweden. Denn wenn wir dann über die Grenze fahren, dann filme ich für euch mit, damit ihr seht, wie das momentan abläuft, ob es Kontrollen gibt, ob da irgendwie was anderes, Unnormales ist oder ob auch hier in oder auf dem Weg nach Tschechien alles normal ist, wie wir das in Schweden gesehen haben. Wir müssen vorher noch eine Vignette für die Autobahn kaufen, mal sehen, ob die Servicestellen geöffnet haben. Kann sein, dass wir das erst in Tschechien bekommen, aber auch das sehen wir, wenn es soweit ist. Ja, die Panoramaübersicht, die bringt euch hier leider nicht ganz so viel, auch wenn ich die immer gerne mag. Aber das ändert sich wahrscheinlich gleich, wenn wir vor dem Schloss stehen. Jetzt lasst dieses schöne Bild einfach mal auf euch wirken. Ich bin immer noch so begeistert von der Zoom-Funktion mit diesem Handy. Das ist echt krass.
Also das ist ja nun keine professionelle Videokamera, das ist einfach nur mein Handy. Und ich stehe auf der anderen Seite des Teiches in Anführungszeichen. Das Schloss ist irre weit weg. Dafür sind die Bilder, finde ich, gestochen scharf und einfach verdammt cool. Es hat sich jetzt schon gelohnt, hier herauszufahren und den Stopp einzulegen. Und unser nächster Halt wird diese Treppe da sein, denn wenn ich mich nicht irre, ist das die Filmtreppe, wo Aschenbrödel mit ihrem weißen Pferd hingeritten ist, als der Ball war. Und da habe ich euch gerade noch was vom Pferd erzählt und da habe ich es Viren gehört, denn ohne Scheiß, da kommt gerade eine Pferdekutsche angefahren, sieht aus, als wären das Kohlfüchse, die davor sind. Das zeige ich euch, wenn sie näher dran sind und auch das passt einfach ganz wundervoll zur Kulisse. Also entweder hier hat jemand Stil und fährt angemessen mit der Kutsche aus oder es gibt durchaus Tourismus hier und Rundfahrten. Naja, mal schauen, ob wir da irgendwas zu sehen. Und da seht ihr die Kutsche entgegenkommen. Dort drüben ist das Schloss. Jetzt mit ein paar Büschen in der Sicht. Und da zwei richtig schöne Pferdchen. Also sieht für mich nach Schwarzwälderfüchsen oder... Ja, eigentlich könnte es nur Schwarzwälderfüchse sein, aber hübsch sind sie definitiv. Die anderen Reisekutschen, die hier vorbeikommen, die sind nicht ganz so stilecht wie die Pferdekutsche. Aber hier ist es richtig schön. Ich weiß nicht, ob das auf dem Bildschirm irgendwie so am Rande rüberkommt. Wir sind eigentlich ziemlich im urbanen Bereich. Also so wie ich das mitbekommen habe, sind wir eigentlich mitten in einer Ortschaft. Und trotzdem ist hier alles grün und gemütlich. Ja gut, diese alten glatten Straßen sind natürlich irre laut. Unser Rundweg führt uns dann auch auf der anderen Seite den Waldweg entlang. Ich hätte vielleicht mal ein Portemonnaie mitnehmen sollen, vielleicht gibt es hier einen Souvenirshop oder so. Naja, egal. Wir sind ja sicher nicht das letzte Mal hier. Die Kutsche, die wir gerade gesehen haben, das ist offenbar tatsächlich eine Touristenkutsche, denn da hinten stehen noch zwei weitere hinter den Bäumen. Also es sieht danach aus, dass es wieder Touri-Angebote auch hier in Sachsen gibt. Na gut, ist ja auch naheliegend, wenn sie den Tourismus wieder hochfahren. Wir laufen jetzt direkt auf das Schloss zu. Ich hoffe, dass man für den Außenbereich keine Eintrittskarte braucht, denn mir ist gerade aufgefallen, Scheiße, wäre vielleicht doch ein bisschen blöd so ohne Portemonnaie. Das liegt im Auto mit meiner Handtasche. Ja, natürlich gut versteckt, damit das mir keiner klaut, wenn ich wieder da bin. Oh, schaut mal, da sind auch tierische Besucher. Und ganz spannend, wusste ich bis gerade eben noch nicht, direkt gegenüber, ihr könnt das jetzt nur ein wenig am Rande erahnen, ist das Moritzburger Gestüt. Also es ist ziemlich bekannt, die haben zum Beispiel eine Zuchtstation, eine relativ prominente. Und es ist eine riesengroße Anlage, man sieht leider nicht ganz so viel davon, aber da in diesem Haus, da hinter diesen Fenstern, sind die Boxen. Ich habe so ein kleines bisschen gesehen im Vorbeigehen. Dort drüben ist deren Führmaschine, Hänger ohne Ende auf dem Parkplatz. Die haben teilweise echt riesengroße Hengstparadenveranstaltungen. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. So, hier sind die Bewohner unterwegs. Äußerst interessiert, es könnte ja was runterfallen. Und auch hier wieder, dieser Zoom ist unfassbar gut. Aber wir sind nicht wegen den Enten hier, sondern wegen dem Schloss. Und das befindet sich nun direkt vor uns. Ich werde mir mal überlegen, ob ich das dann irgendwie im Zeitraffer abspule oder so, dass ihr das jetzt in voller Länge genießen könnt. Ich muss nur ein kleines bisschen aufpassen wegen den Menschen, die uns entgegenkommen. Wobei wir hier in der Öffentlichkeit sind, das ist ein Touri-Hotspot, da sind die Personen ja ohnehin nur Beiwerk, da ist es in der Regel durchaus legitim zu filmen. Das Schloss ist, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, umgeben von Wasser. Da ist die eine Hälfte vom See, auf der anderen Seite der Rest. Und hier ist es erstaunlich gut frequentiert für einen Freitagvormittag. Ich weiß jetzt nicht, wie es normalerweise hier ausschaut. Na klar, ich bin zum ersten Mal da. Aber ich hätte gedacht, es ist weniger los. Da das Wetter auch nicht ganz so geil ist heute. Ich bin schon ziemlich durch den Regen gefahren auf dem Herweg. Und das Lustige ist, man darf hier nicht reiten. Ich habe mich erst gefragt, wofür dieses Schild da ist. Aber klar, wenn gegenüber das Gestüt ist, ergibt das durchaus Sinn. Ich glaube, ihr könnt das lesen. So, und da vor uns ist Schloss Moritzburg. Da sind auch immer sehr, sehr schöne Ausstellungen drin. Das schaffen wir heute allerdings aus zeitlichen Gründen dann nicht mehr. Denn unser Ziel ist nach wie vor Pilsen, beziehungsweise wir müssen noch 30 Kilometer weiter in den Süden runter. Und wir fahren ab hier noch etwa 3,5 Stunden. Zumindest laut meinem Navi. So, jetzt kann ich die Weitwinkelfunktion wieder verwenden. Schaut mal, wie geil das aussieht.
Also wer gedacht hat, heute gibt es nur langweilige Autofahrbilder, der hat sich geirrt. Wir haben das Praktische mit dem Tollen verbunden und ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Beim nächsten Mal wäre es auch sinnvoll, dass wir uns die Ausstellung anschauen. Aber da mein Parkticket nur noch ungefähr 40 Minuten gilt, lassen wir das heute mal bleiben. Schaut mal, wie schön das ist. Eigentlich muss ich hier gar nicht reden. Es reicht, wenn ihr die Bilder auf euch wirken lasst. Ihr kennt das ja. Das ist natürlich auch eine mega schöne Fotolocation. Ich glaube, das muss ich gar nicht extra erwähnen. Schaut, da unten ist die Brücke, über die wir gerade gekommen sind. Und da drüben ist ein riesengroßer Parkplatz und die Kirche. Da ist, glaube ich, auch irgendwo ein Markt in der Nähe. Zumindest sah das so aus. Zu den einzelnen Figuren hier überall kann ich euch jetzt nichts sagen. Da habe ich mich leider nicht informiert. Ich zeige euch das einfach für den besseren Überblick. Wenn ich mich nicht völlig irre, dann müsste das ja die Treppe sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo Aschenbrödli ihren Schuh verloren hat und hier unten das Pferd angebunden hat. Kann aber auch sein, dass es die andere Seite war. Mal schauen. Wenn ich euch jetzt gerade Mist erzähle, tut es mir leid. Aber schaut euch mal um, wie cool das hier ist. Auch hier wieder die Bewohner. Dieses Mal auf trockenem Fuße. Ich wollte euch ja noch erzählen, was denn vorgefallen ist, warum es so ewig gedauert hat, bis ich hier angekommen bin. Denn wir haben es jetzt nach 13 Uhr. Ich bin um Viertel nach neun oder ich hatte den Vorsatz, um Viertel nach neun loszufahren. Das habt ihr in meinem Intro gesehen. Und ja, was soll ich euch sagen? Offensichtlich habe ich, als ich aus Schweden zurückgekommen bin, vor ja, fast drei Wochen mittlerweile, oder zwei Wochen, ja, vor ungefähr, nee, mittlerweile fast drei Wochen, da habe ich anscheinend beim Auspacken, als ich heimgefahren bin und Juna ausgeladen habe, im Kofferraum das Licht angelassen. Ja, ich glaube, ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Story weitergeht. Na klar, ich wollte mein Auto starten und er sprang nicht an. Klang ganz eindeutig nach leerer Batterie. Ich habe hin und her überlegt, ja scheiße, was kann da los sein? Er stand doch nur. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich bin irgendwie gegen 3 Uhr morgens oder so heimgekommen und kann mich dunkel daran erinnern, dass ich im Kofferraum separat eine Lampe habe, die ich angemacht habe, um Juna auszuladen. Ja, da habe ich mich natürlich gefreut. Ja. Mist, blöd gelaufen. Eigentlich wollte ich um 9 Uhr starten, habe dann den ADAC gerufen, festgestellt, dass meine Mitgliedschaft 2016 ausgelaufen ist. Musste dann auf eigene Kosten den Pannendienst anfordern und habe für eine verschissene Starthilfe 99 Euro bezahlt. Gut, die Frage ist, was hätte ich alternativ machen sollen? Da gab es nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ich habe dann im Nachgang überlegt, wäre es sinnvoller gewesen, einen Taxifahrer zu rufen? Nicht um mit dem Taxi nach Tschechien zu fahren, das ist Schwachsinn, sondern damit der mir Stadthilfe gibt. Das geht wohl für 20 Euro in Berlin. Allerdings hat sich die Stadthilfe dann als etwas komplizierter erwiesen, denn irgendwie hat mein Auto eine Wegfahrsperre oder so, die ich bisher nicht kannte. Und wir haben das 2-3 Mal mit normaler Stadthilfe versucht, hat alles nicht so richtig funktioniert, hat gestottert, sprang aber nicht an. Dann ist der Pannendienst auf die Idee gekommen, okay, möglicherweise liegt es irgendwie an der Wegfahrsperre, hat mich gefragt, ob ich eine habe. Ich meinte so, ja, weiß ich nicht, also, habe ich noch nie benutzt. Und dann hat er ein bisschen an meinem Schlüssel rumgefummelt, an meiner Zentralverriegelung. Und dann beim, weiß nicht, 5., 6. Versuch ging es endlich. Aber das war ein Tagesbeginn, den hätte ich mir schon sparen können. Das schien heute irgendwie, also heute scheint irgendwie alles ein bisschen schief zu gehen. Erst habe ich gestern mein Internetvolumen versehentlich verbraten, heute Morgen sprang mein Auto nicht an. Ich hoffe, der Rest der Tour läuft besser. Aber ich sehe gerade, ich filme jetzt schon wieder seit 7 Minuten. Das heißt, ich schaffe es definitiv nicht, euch eine 10 Minuten Reisezusammenfassung zu machen. Stellt euch eher wieder auf eine Stunde ein, wenn das so weitergeht.
Kann gut sein, dass wir in Brack nochmal anhalten, aber auch das entscheide ich ganz spontan, je nachdem, wie spät es dann ist. Wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Schloss. Ich habe ganz vergessen, euch das Schloss so richtig jetzt hier von der Perspektive aus zu zeigen. Da geht so eine kleine Brücke durch. Und wir laufen auch hier gleich die Treppe hoch und schauen uns das auch aus der Nähe an. Und dann sind wir, wie es aussieht, schon fast einmal rum. Ihr habt es gemerkt, da kam gerade ein kleiner Videoschnitt. Lag einfach daran, dass ich ein Foto von hier aus machen wollte. Da musste ich kurz unterbrechen. Aber jetzt spazieren wir da selbstverständlich noch ganz nach oben. Und auch hier spazieren überall die Tiere rum. Kommen auch ganz nah, völlig angstbefreit. In Schweden haben wir Schwäne gesehen. Hier sehen wir, was sind denn das? Gänse? Nee. Ja, egal. Ist ein bisschen peinlich, aber wer weiß, was die korrekte Bezeichnung dieser Tiere ist, mir gerne mal mitteilen. Für Enten sind sie zu groß, für Schwäne zu braun. Also eigentlich können sie nur irgendwelche Gänse oder irgendwelche besonderen Enten sein. Und auch hier lohnt sich die Weitwinkelperspektive wieder. Und auch andersherum kann man um das Schloss herumspazieren. Das schauen wir uns auch gleich zumindest kurz noch an. Und dann geht es wieder Richtung Auto und wir setzen unsere Reise fort. Oh, schaut mal, da oben sind Hirsche. Na, das passt ja auch mal wieder wie die Faust aufs Auge. Aber sieht hübsch aus. Ist auch noch ein interessanter Garten, durch den laufen wir gleich zurück. Sieht aus wie so ein kleiner Mini-Park mit irgendwelchen verschnittenen Büschen. Ich glaube, da blende ich euch dann einen Schnelldurchlauf ein, wenn wir dorthin laufen. Aber zuerst fehlt noch der Rest des Schlosses. Wir hatten uns in Schweden darüber unterhalten, dass das Schloss in Kalmar so abends frei zugänglich war und alles so sauber war. Und da meinte ich ja, das ist in Deutschland nur ganz, ganz schwer vorstellbar, dass das überhaupt funktioniert. Denn hier wird ja in der Regel eher alles beschädigt und beschmutzt. So, hier ist es nun allerdings so, ihr seht, die Fassade sieht toll aus, da ist nichts, da waren keine Vandalen am Werk. Was einfach daran liegt, dass das ganze Areal hier videoüberwacht ist, was traurigerweise wohl auch notwendig ist. Und ihr seht es am Himmel, heute kommt wahrscheinlich noch was runter. Ich habe es vorhin schon im Radio gehört, es ist wohl in Nordbrandenburg ziemlich am Regnen, ziemlich heftig am Regnen. Und was ich auch noch mitbekommen habe, als ich Radio gehört habe, es gibt wohl heute eine Lastwagenfahrer-Demo in Berlin-Mitte, im Tiergarten. Und so gegen 11 Uhr, als ich dann endlich losgekommen bin zu Hause, da war wohl gerade die gesamte Straße des 17. Juni voll mit Lastern, die dort sich zu ihrer Demo gesammelt haben. Alles gesperrt natürlich. Ich habe leider noch nicht die Zeit gehabt zu recherchieren, worum es denn konkret geht. Aber ich schätze mal, auch da geht es wieder um naja, gewisse Drangsalierungspolitik. Und jetzt nochmal aus der Frontkameraperspektive. Ich sitze zwar total fertig aus, wieder voll die Zombie-Ansicht mit Pickeln und Co., aber
Naja, passiert halt, das kennt ihr ja schon von meinen Reisevideos. Und wenn ich so komisch rumhuste heute, also das da mache, dann keine Sorge, ich habe mir nicht die Zombie-Seuche eingefangen. Das ist irgendwie immer, das ist so ein komisches Schleimgefühl. Das habe ich immer, wenn ich wenig oder gar nicht geschlafen habe. Es ist wieder weg, sobald ich richtig gepennt habe. Also nicht, dass mir jetzt jemand die Zombie-Seuche unterstellt. Es ist einfach ein Normalzustand, ist tierisch nervig. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich konnte es nicht ändern. So, schaut mal, hinter mir Schloss Moritzburg. Und auf der anderen Seite der Garten mit den zurechtgestutzten Hecken. Und wir sind super in der Zeit. Noch eine halbe Stunde habe ich ein gültiges Parkticket. Bis dahin sollten wir das auch geschafft haben. Aktuelle Themen gibt es wie immer im Anschluss zum Reisevideo. Ich hoffe, dass das nicht ganz so spät online geht. Denn der heutige Plan ist dann anzukommen nachher in Pilsen, beziehungsweise in der Nähe von Pilsen, habe den Namen von dem Ort vergessen, dann vielleicht noch 3-4 Stunden zu pennen und abends wollen wir essen gehen. Und ich überlege noch, ob ich euch das Video vor dem Essen gehen hochlade oder im Anschluss. Das werde ich je nach Lust und Laune entscheiden. Kommt drauf an, wie viel ich ansonsten noch filme. Aber jetzt schaut mal, jetzt muss ich euch eigentlich direkt die Kameraperspektive wieder wechseln, weil das sieht sehr schön aus hier. Da habt ihr nochmal Moritzburg in der totalen Ansicht. Von seiner Rückseite und in die andere Richtung geht es wieder zurück. Wir lassen mal die Leute vorbei, die sind ein bisschen schneller als wir. Auch hier hängt wieder eine Parkordnung, wie ihr seht. Und genießt nochmal die Aussicht in Richtung Schloss, bevor ihr dann gleich Autobahn seht. Beim letzten Mal, als ich nach Tschechien gefahren bin, war das ganz witzig eigentlich, denn normalerweise ist es so, kurz vor der Grenze ist so ein kleiner Rastplatz, ein kleiner Autorastplatz, da kann man diese Vignetten für die Autobahn in Tschechien kaufen. Und eben beim letzten Rainstay im Herbst war das so, dass dieser Rastplatz aus irgendwelchen Gründen gesperrt war. Und ich habe total Panik geschoben, oh scheiße, die Grenze sind 5 Kilometer und ich habe noch nicht so ein Teil drauf, ja was mache ich denn jetzt? Ich wusste da noch nicht, dass man auch bis zur ersten Raststätte ohne fahren darf. Das habe ich dann in einem kleinen Kuhdorf erfahren, als ich mich durchgefragt habe auf der anderen Seite der Grenze. Denn ich bin rübergefahren, habe die erste Ausfahrt genommen, raus irgendwo ins Hinterweltlass, Niemandsland und habe mir irgendwo eine Tankstelle gesucht, die mir so ein Ding verkaufen konnten. Konnten sie allerdings nicht, weil sie nur die 30-Tage-Version hatten, haben mich weiter zu einer großen Raststätte geschickt und der nette Mitarbeiter an der Tankstelle meinte dann in gebrochenem Deutsch und Englisch gemischt, weil wir uns nur so halb verstanden haben, dass ich durchaus auch ohne Vignette fahren darf, wenn diese Verkaufsstelle geschlossen hat bis zur ersten großen Raststätte. Und falls das heute wieder der Fall sein sollte, ja, dann kaufen halt direkt auf der anderen Seite der Grenze. Ja, die Gänse fliegen weg. Das können eigentlich nur Gänse sein, Wildgänse oder sowas. Da kann man noch zu anderen Aussichtspunkten wandern. Ein Wildgehege ist hier in der Nähe, da bin ich dran vorbeigefahren, ein Fasanenschlösschen. Das müssen wir uns alles mal bei Gelegenheit anschauen, wenn ich wieder die Tour fahre. Was übrigens, wie es ausschaut, bereits in ungefähr 2 Wochen der Fall ist. Also wenn das Wetter da gut ist, können wir auch gerne wieder einen Zwischenstopp einlegen. Dann zeige ich euch das nochmal mit etwas mehr Zeit. Auch hier, das ist eine total schöne Fotolocation. Sieht so auf den ersten Blick recht banal aus, aber diese Symmetrie von den Büschen, das hat irgendwie was. Und im Hintergrund natürlich Schloss Moritzburg. Ich glaube, alleine mit meinen Impressionen vom Schloss sind wir schon bei bestimmt 15 bis 20 Minuten Videomaterial. Allerdings kann ich es euch nicht schnell abspielen, wenn ich mit euch rede. Ich sollte vielleicht eher die Klappe halten und nur ein bisschen rumlaufen und den Rest dann aus dem Off einsprechen. Deswegen genießt erstmal die Bilder. Falls ich irgendwas zu sagen habe, kommt das dann in der Nachvertonung heute Abend dazu.
Das war gerade ganz cool hier. Ich war mir erst nicht sicher, ob sich diese Holztür da öffnen lässt, weil da auch zwei Leute davor standen, die ich jetzt nicht beobachtet habe vorher und nicht wusste, ob die da durch die Tür reingekommen sind oder sich da hingestellt haben, um ihre Ruhe zu haben. Aber man konnte es öffnen, ihr habt es gesehen. Und wir stehen jetzt mitten in einem Waldstück. Hier ist keine Sau, hier hat man total seine Ruhe. Und einige hundert Meter entfernt ist direkt das Schloss. Mal schauen, ob wir den Weg zurück zum Auto finden, aber... Gut, das sollte hier nicht so das große Problem sein. Ich habe mir übrigens überlegt, das ist bisher nur so eine unausgegorene Idee, da teile ich euch dann noch genaueres mit, wenn ich mich entschieden habe. Aber ich habe überlegt, ob ich meine nächste Fahrt nach Tschechien am 11. 12. Juli, da ist ja der Range Day auch wieder von Michael Paar veranstaltet, auf der gleichen Shooting Range, wo jetzt am Wochenende der Wettkampf ist. Und natürlich, ich fahre wieder hin. Wer von euch Bock hat, kann sich jederzeit ebenfalls anmelden und hinfahren. Das ist das Event, von dem ich... vor einem halben Jahr ungefähr, ja ein bisschen länger, vor einem Dreivierteljahr live gestreamt habe, was eigentlich schon im März nach der IWA stattfinden sollte, aber ihr habt es ja mitbekommen, es gab keine IWA und auch keinen Range Day, weil ganz Europa Pandemie-Mimi spielt und der Nachholtermin in Stein gemeißelt ist nun in etwa drei Wochen. Und ja, wie gesagt, ich habe drüber nachgedacht, ob sich's vielleicht anbietet oder lohnt, von Pilsen aus dann direkt weiter nach Rumänien mit dem Auto zu fahren und so eine Art Trans-Europa-Trip zu machen. Denn wenn ich runter nach Pilsen fahre, ich habe es gerade im Navi gesehen und schockiert festgestellt, das sind fast 500 Kilometer. Ich dachte, es wären 300 noch was, aber 300 ist Prag. Und dann kommt ja noch einiges dazu. Und wenn ich eh schon 500 Kilometer in grob die richtige Richtung gefahren bin, dann könnte ich theoretisch mich auch über die weiteren dazwischenliegenden Länder so voranhangeln bis runter nach Rumänien. Vielleicht irgendwie eine Nacht zwischendurch noch übernachten und vielleicht jetzt, wie wir es jetzt gerade eben gemacht haben, so einen kleinen Turbotourismus. Das mit so einem kleinen Turbotourismus verbinden. Das heißt, vorher ein bisschen recherchieren, was auf der Strecke liegt, was spannend sein könnte, was mich interessiert, was euch vielleicht interessiert. Und dann die 1500 Kilometer in Etappen runterfahren, vielleicht so 5, 6, 7 Tage insgesamt. Na gut, 2 Tage pro Fahrt, 7 oder 8 Tage insgesamt so angepeilt, um dann so ein kleines bisschen Osteuropa per Auto zu entdecken, mehr oder weniger. Denn ihr habt es ja mitbekommen, nach wie vor gilt Maulkorbpflicht in Flugzeugen. Und das will ich mir einfach nicht geben. Ich glaube, das könnt ihr alle nachvollziehen. So, die heutige Fahrt ist auch ein kleiner Test, ob ich Bock habe, so lange Auto zu fahren, ob es mir Spaß macht, so zwischendurch rechts ranzufahren und coole Sachen zu filmen. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr da irgendwie Lust drauf hättet, beziehungsweise ob es euch interessiert. Denn dazwischen liegen noch einige andere Länder, die ganz spannend sein könnten. Ich muss mich dann informieren, wie das da mit den Autobahnen ist und so, das ist klar. Aber es wäre zumindest mal ein Abenteuer. Und da momentan sowieso keine Uni ist, sollte sich das auch einrichten lassen. So, jetzt dürfen wir uns nicht verlaufen hier im Wald. Aber ich schätze, wir folgen einfach mal dem Hauptweg. Ihr seht, hier ist nichts. Da sind doch noch einige Menschen. Wir scheinen nach wie vor auf dem richtigen Weg unterwegs zu sein. Ich habe rechts durch die Bäume das Schloss aufblitzen sehen. Und hier sind auch überall Hufspuren, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen. Also hier darf, wie es aussieht, auch geritten werden. Muss auch total schön sein, hier in diesem Ambiente ausreiten zu gehen. Da ärgere ich mich, dass der Teddy nicht mitkommen konnte, aber der steht natürlich gut versorgt zu Hause im Stall. Und weil einige gefragt hatten, was mit Juna ist, Juna ist ebenfalls zu Hause. Denn wegen 2 Tagen Juna mitzerren, das wäre schwachsinnig gewesen, das habe ich euch ja schon im Stream gesagt. Und mein Mitbewohner ist sowieso da. Dann füttert der mit, das ist für Juna weitaus entspannter. Ob ich Juna mit nach Rumänien nehme, wenn ich Auto fahre, das überlege ich noch, weil zum Schieß-Event ist scheiße. Da wir wahrscheinlich auch wieder verschiedene Hotels haben werden, denn dieses Mal ist es so, heute Abend schlafen wir in der Nähe von der Shooting Range in so einer kleinen Pension. Und von Samstag auf Sonntag geht es direkt rein nach Pilsen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich eine Katze mit hätte, könnte ich sie natürlich den Tag über nicht im Hotel lassen, weil wir das Hotel wechseln. Und wenn das nächstes Mal ähnlich ist, wäre das für Juna ziemlich kacke. Weil mit auf die Shooting Range nehmen, habe ich euch ja schon gesagt, da ist es laut, es ist warm im Auto, das geht natürlich nicht. Also wahrscheinlich werde ich Juna auf Urlaub zu Freunden schicken. Aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt zeige ich euch noch einige Impressionen vom Weg hier im Wald und dann geht's weiter Richtung Grenze. Da ist
mir dann später aufgefallen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das auch gesagt, dass ich anscheinend den falschen Rundweg genommen habe, denn ihr seht das jetzt gleich vorne rechts, da kommt eine andere Wegeinmündung und man hätte theoretisch auch direkt am See entlang laufen können mit Blick in Richtung Schloss. Aber na gut, der Waldweg war ja auch ganz schön. Da seht ihr das nochmal ganz gut. Das ist echt eine richtig total, also eine wirklich schöne Umgebung. Hat richtig Spaß gemacht, da lang zu laufen. Ihr merkt, ich habe gerade wieder Wortfindungsstörungen. Ich bin nämlich hundemüde und habe auch ziemlich Hunger. Deshalb erwartet jetzt bitte keine Meisterleistung mehr und nichts, was jetzt irgendwie weltbewegende, relevante Informationen wären. Ich kommentiere jetzt einfach das, was mir unterwegs dann noch so, was ich unterwegs noch so mitbekommen habe. Und ich habe auch schon zwei, drei Sachen, die ich eigentlich nachher im Vlog auf jeden Fall mit euch besprechen will. Vielleicht teasere ich das nachher, wenn ich mit dem Auto durch Prag rase, mit euch mal kurz an. Wobei, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber es passt thematisch ganz gut. So, da habe ich auf dem Rückweg dann noch so eine Art Statue gefunden, so eine Skulptur irgendwie. Das sah in echt ganz hübsch aus. Da hatte man wie so einen Bilderrahmen in Richtung Schloss. Das kommt auf dem Video jetzt nicht ganz so cool rüber, wie es in echt aussah. Aber ich habe trotzdem versucht, das ein kleines bisschen für euch einzufangen. Ihr seht, wir sind tatsächlich einmal rumspaziert um das Schloss bzw. um das ganze Areal, denn das ist die Aussicht, die man vom Parkplatz aus hat. Ich glaube, ich habe pro Stunde oder es kostet pro Stunde 1 Euro, also es ist vergleichsweise in Anführungszeichen moderat, wenn ich das mit den Parkticketgebühren aus Schweden vergleiche. Kann man mal machen, aber sicher, man sollte eigentlich mehr Zeit einplanen, um auch noch die anderen Sehenswürdigkeiten im Umkreis mitzunehmen. Dort hinten, wo ich jetzt ganz kurz hingeschwenkt habe, geht es noch zu einem Fasanenschloss oder Fasanenschlösschen, irgendwie so haben die das genannt. Aber auch das muss ich mir angucken, wenn ich nicht so in Eile bin. Die Szene fand ich noch echt schön, die wollte ich unbedingt mit aufnehmen, denn ihr hört es vielleicht am Hufgetrappel. Ich hoffe, das hat er jetzt nicht rausgefiltert. Da kommt die Kutsche, die wir ganz zu Beginn der kleinen Wanderung gesehen haben, nochmal vorbei. Und ich habe es euch ja gezeigt, da stehen mehrere Kutschen rum, also da kann man eine Rundfahrt herum machen, so ein Touristending, ist sicher im Sommer auch ganz nett. Wir haben es geschafft, wir rasen gemeinsam über die Grenze. Das Geruckle, das kam einfach davon, dass die Straße unglaublich schlimm ist. Da hat das Stativ ziemlich herumgewackelt. Ich bin sehr, sehr froh, dass der Stabilisator das einigermaßen ausgefiltert hat. Ihr seht, das ist jetzt schon die tschechische Seite und ich habe es später auch nochmal gesagt, da ganz am Anfang jetzt gerade, da habt ihr gesehen, wie ein Fahrzeug wahrscheinlich stichprobenartig irgendwie von der Polizei rausgezogen wurde. Also müsst ihr wirklich ganz genau darauf achten, es dauert irgendwie 2 Sekunden, da seht ihr die hier rechts in so einen Wirtschaftsweg einbiegen. Also richtige Kontrollen gibt es nicht, gibt auch keine Schlagbäume oder irgendwas, wo man anstehen muss. Man kann völlig frei durchfahren, aber sie scheinen zumindest einige Leute rauszuziehen. Nach welchen Kriterien das erfolgt, kann ich euch nicht sagen. Dafür habe ich nicht genug davon gesehen. Was auch gleich, ja, was wahrscheinlich den meisten gleich auffallen wird, es gibt unfassbar viele Tunnel in Tschechien. Na klar, da sind ja auch viele Hügel. Das ist ja ein sehr bergiges Land, zumindest in der Region, wo ich unterwegs war. Und ganz Prag oder ein Großteil von Prag ist mit einem riesengroßen Tunnelsystem unterhüllt. Ich habe euch das komplett mitgefilmt. Das ist eine Sequenz, da fahre ich, glaube ich, 10 Minuten lang nur mit dem Auto durch die Stadt. Also für die, die es nicht ganz so spannend finden, da Tunnel und Häuser aus Prag zu sehen, die können das dann überspringen. Ich sage da nochmal den Warnhinweis oder ich schreibe da noch den Warnhinweis dazu. Aber ich fand das ziemlich interessant, denn so riesengroße Tunnelsysteme, die kenne ich ehrlich gesagt in der Dimension nur aus Prag. Klar, in der Schweiz hat man auch Tunnel ohne Ende, aber so ein verzweigtes System, wo offensichtlich die gesamte Innenstadtstraßenführung unterirdisch ist, das ist beeindruckend. Das ist allerdings alles nichts unbedingt für Leute, die irgendwie Angst vor Tunneln haben oder sich in Tunneln unwohl fühlen. Die haben da, glaube ich, nicht so die große Freude, wenn sie von Berlin nach Pilsen fahren, beziehungsweise wenn sie über Prag fahren.
Mal schauen, wie das Ganze am Sonntag auf der Heimfahrt aussieht. Je nachdem, wann wir starten oder wann eben das Event zu Ende ist, überlege ich, ob ich in Prag nochmal anhalte, euch da vielleicht auch noch ein paar Sachen mitfilme, weil ich selber würde mir Prag auch unglaublich gern mal anschauen. Aber ich denke, da sind wir uns alle einig, dass sich das wegen 10 Minuten oder einer Stunde oder so nicht lohnt. Ihr habt es gesehen, die Einreise hatte ganz wundervoll funktioniert, ohne Kontrolle, ohne alles. Aber was ganz, ganz interessant war, 2 Autos vor mir, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkam, da wurde offenbar einer rausgezogen oder so. Da ist zumindest ein Polizeiauto vorne weggefahren, ein deutsches Polizeiauto, kein tschechisches. Und ein PKW hinterher und die sind in so einen Wirtschaftsweg mehr oder weniger eingebogen. Also anscheinend machen sie zumindest Stichproben. Aber offensichtlich bei der Ausreise aus Deutschland, denn von der tschechischen Polizei habe ich kein einziges Fahrzeug gesehen. Da war ja auch im Prinzip keine richtige Grenze da. Also man fährt durch so einen Tunnel und dann ist man eigentlich schon drüben, beziehungsweise die Landesgrenze ist noch vor dem Tunnel. Ich hoffe, die Formel 1 Tour hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe jetzt gerade eben an der ersten Raststätte ganz regelkonform Halt gemacht und eine Einmonats-Vignette gekauft. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie das aussieht, aber es klebt jetzt schon an meinem Fenster. Warum ein Monat? Naja, ich komme ja am 11. 12. Juli wieder her und ich glaube, da sind die rund 17 Euro für einen Monat sinnvoller, als jetzt für die 2 Tage 12 Euro zu bezahlen und dann nächsten Monat nochmal 12 Euro. Also ich gehe davon aus, das war die bessere Version. Allerdings habe ich jetzt schon 3 Dinge an meiner Scheibe kleben, langsam füllt. Muss ich vielleicht mal die alten irgendwie entfernen. Hier im Laden alles voll, vor der Wechselstube alles voll, ganz, ganz viele Deutsche hier. Also es scheint durchaus wieder lukrativ zu sein, rüber zu fahren zum Einkaufen. Das Wetter ist leider unter aller Sau, ihr seht das ja. Ansonsten, ja, Maulkorb-Fetischisten, einige zu sehen, aber überwiegend die aus Deutschland, würde ich sagen. Die Mitarbeiter hier in diesem Rasthof, die hatten das alle unter der Nase kleben. Ich habe mir meinen Schal umgehangen, bin einfach so rein, da hat auch keiner was gesagt. Also theoretisch gibt es da hier wohl sogar Bußgelder, allerdings habe ich von einem Bekannten gehört, die sind wohl bei 10 bis 15 Euro. Es scheint so zu sein, mein erster Eindruck, ich habe ja noch nicht viel gesehen jetzt von dem Land, mein erster Eindruck ist, dass sie es auch eher entspannt sehen. Denn wenn da irgendwie Angst und Paranoia vorhanden wäre, hätten sie die Dinger ja über die Nase gezogen. Na klar, man muss dazu sagen, die hocken auch hinter ihren Plexiglaswänden. Das ist ähnlich wie in Deutschland. Aber wir fahren erstmal weiter, denn es ist mittlerweile schon 15 Uhr. Ich habe noch ungefähr 2 Stunden Weg vor mir, noch knapp 100 Kilometer bis Prag. Man fährt leider unter der Stadt durch. Das ist so ein großes Tunnelsystem. Wenn ich jetzt ein bisschen eher dran wäre, wenn ich diesen Unfall mit meinen Stadtschwierigkeiten nicht gehabt hätte, dann hätte ich in Prag auch nochmal Halt gemacht. So fahren wir leider nur durch. Ich werde aber kurz vor Prag, wenn ich reinfahre, dann das Handy wieder mitlaufen lassen, damit ihr dann im Schnelldurchlauf die Prager Tunnelfahrt miterleben könnt. Ich glaube, ich habe in Schweden da einige sehr positive Rückmeldungen bekommen von wegen, das ist ja eigentlich ganz cool, so die Fahrszenen. Ja gut, wenn es euch gefällt. Mir macht Spaß. Ich gucke es mir im Nachgang super gerne ebenfalls an. Allerdings sind die Straßen jetzt gerade in Sachsen sehr, sehr holprig gewesen. Jetzt in Tschechien funktioniert es. Das ruckelt dadurch so ein bisschen. Ich hoffe, dass das Handy das ausfiltern kann, dass der Stabilisator gut genug ist. Nicht, dass ihr seekrank werdet. Aber das wird sich dann wohl zeigen. So. Ausgerüstet mit kühlen Getränken bin ich auch, denn es ist relativ schwül und drückend. Na klar, mein Auto hat eine Klimaanlage nicht unbedingt. Mein Auto hat noch die altmodische Lüfterversion, das hilft auch eine ganze Menge. Aber ich finde es immer ganz cool, so zwischendurch irgendwie was Süßes zu haben. Und da ich jetzt nicht die ganze Zeit Schokolade futtern will, habe ich mir halt süße Getränke gegönnt. Aber jetzt heißt es erstmal weiterfahren und beobachten. An der Stelle habe ich es mal wieder geschafft. Ich habe offenbar mitten voll den Berufsverkehr in Prag erwischt, denn ich stand gleich erstmal etwa 10 Minuten lang im Stau. Okay, so ein richtiger Stau war es zum Glück nicht. Ihr seht jetzt noch die Einfahrt. Man fährt durch so ein Gewerbeindustriegebiet rein, ist aber alles, na gut, da sieht man jetzt nicht ganz so viel. Könnte aber interessant zumindest für die Leute sein, die noch nicht da waren, die einfach mal wissen wollen, wie da so die Autobahn und die Zufahrt in Richtung Prag aussieht. Aber man kommt gleich an so eine Art Hügel, der an einer großen, ich glaube, eine Ampelkreuzung war das, mündet. Und da in einer Ampelphase immer nur so eine Handvoll Autos durchgelassen werden, steht man leider ewig auf diesem Abhang rum. Ich habe euch da ganz, ganz viel jetzt rausgeschnitten, weil das einfach langweilig war. Ihr seht jetzt die Zufahrt zu diesem Hügel auf der Gegenfahrbahn stehen schon.
und da hat irgendwas mit der Aufnahme nicht funktioniert. Auf der Gegenfahrbahn seht ihr, da ist schon der stockende Verkehr. Also stadtauswärts ist genauso Stau wie stadteinwärts. Das nimmt sich alles nicht viel, aber ich meine, gut, das ist nun mal eine Großstadt. Das ist in Berlin auch nicht unbedingt anders. Aber ich habe ja angekündigt, ich habe noch einige Themen rausgesucht, die wir vielleicht kurz anteasern wollen. Jetzt habe ich ja 10 Minuten Zeit, um mit euch einfach so ein bisschen zu reden. Die werde ich wahrscheinlich nicht ausreizen, weil mich ein bisschen beeilen muss, weil wir gleich essen gehen wollen und ich würde euch das Video gerne noch vor dem Essen hochladen, damit ihr mehr oder weniger live so die Reiseeindrücke erlebt. Morgen versuche ich es dann auch so aktuell wie möglich zu halten, denn das ist immer doof, wenn das Reisevideo zu nah am Vlog kommt. Da sind dann immer irgendwie alle verwirrt, oh, aber gerade kam doch das und wir sind doch damit noch gar nicht durch und sowas. Und das ist halt einfach Mist, wenn ich da gegen Mitternacht oder 1 Uhr morgens noch fast eine Stunde gehende Videos hochlade. Ich glaube, das ist auch für einen Freitag ein bisschen zu umfangreich. So, aber jetzt zum Thema aktuelle Nachrichten. Ich habe gerade im Tagesspiegel gelesen, dass Sie wohl eine brandneue Erkenntnis gewonnen haben wollen. Sie haben da eine Umfrage gestartet, wie die Menschen denn in diesem Jahr verreisen oder ob die Menschen denn verreisen, beziehungsweise beides wollten Sie wissen. Und dabei ist Ihnen aufgefallen, komischerweise sind die meisten wohl oder tendieren wohl momentan die meisten dazu, mit dem Auto wegzufahren. Ja, große Überraschung, wie kann das sein? Und ganz besonders häufig sind das wohl die jungen Leute zwischen 18 und 29 Jahren, die jetzt wohl erstmalig die Anführer der Autofahrfraktion sind. Denn normalerweise, ihr kennt das wahrscheinlich alle, normalerweise fliegt man ja eher irgendwo hin oder... Na gut, was heißt oder? Eigentlich fliegen die meisten in den Urlaub. Aber klar, man kann es wahrscheinlich an zwei Händen oder an einer Hand abzählen, was der Grund dafür ist. Da braucht man genau genommen nur einen Finger für. Denn, ja, welche Überraschung, wir haben das ja auch hinlänglich besprochen. Also wirklich zuhauf in allen möglichen Videos habe ich das ja thematisiert. Natürlich haben die Leute keine Lust, irgendwo mit dem Flugzeug hinzufliegen, wenn sie da mit dem Maulkorb drin sitzen müssen. Gleiches gilt natürlich für Züge, da ist es auch nicht besser. Deswegen ist es doch absolut naheliegend, dass gerade die junge Altersgruppe, die gern verreist, die überdurchschnittlich oft verreist, dass die dann auch Reisemöglichkeiten, Reisevarianten wählen, wo sie eben nicht drangsaliert werden. Habe ich ja auch gemacht. Und ich habe es euch ja schon gesagt, ich überlege ernsthaft, ob ich mit dem Auto nach Rumänien fahre. Und ich meine, das sind 1500 Kilometer. Das würde ich jetzt nicht machen, wenn ich nicht tatsächlich eine annehmbare Alternative hätte. Und die annehmbare Alternative wäre normalerweise mit Ryanair nach Bukarest zu fliegen, mir dann ein Auto zu mieten und dann da meine 3-4 Tage rumzukurven. Problem ist nur, 2,5 Stunden mit Maulkorb in einem Flugzeug, never ever. Dann fahre ich lieber 12 Stunden Auto, über 2 Tage verteilt, gucke mir zwischendurch noch ein paar andere Länder an, um diese Unterdrückungsmaßnahmen einfach zu umgehen. Aber um wieder aufs Video zurückzukommen, ihr seht mich jetzt im Mario Kart-Stil durch den Tunnel rasen. Ja, wie in Schweden auch schon. Ich bin natürlich nicht so schnell gefahren, logisch, die anderen auch nicht. Aber ich denke, es wird ziemlich gut deutlich, wie riesengroß das Tunnelsystem ist. Also ich habe mich da auch schon ein paar Mal verfahren zu Anfang. Ich bin ja nicht das erste Mal da, mittlerweile kenne ich den Weg. Aber es ist ziemlich verwinkelt. Man ist sich oft nicht sicher, wo muss man jetzt eigentlich hin. Denn ausgeschildert sind natürlich nur die großen Ortschaften. Also Karlsbad steht dran, Brno oder wie man das ausspricht, steht dran. So die mehr oder weniger Metropolen. Das ist ja in Deutschland ganz ähnlich. Auf irgendwelchen Autobahnschildern steht auch nicht Kleinklickersdorf hinter Tupfingen drauf. Da steht dann eben Richtung Potsdam und da muss man dann wissen, wo man hin will. Problem ist nur, in diesem unterirdischen Tunnelsystem, da funktioniert das Navi natürlich nicht. Also man fährt da 10, 15, 20 Minuten lang blind und wenn man nicht weiß, wo man hin will, beziehungsweise wenn man es sich nicht eingeprägt hat vorher, dann führt das ziemlich schnell zu Problemen. Denn so die ersten beiden Male, als ich die Strecke gefahren bin, hätte ich nicht sagen können, ob ich jetzt Richtung Karlsbad oder Richtung, Gott, wie heißt denn das andere, Richtung, da gibt es ganz, ganz viele, ihr seht es ja ein bisschen auf den, ihr werdet es wahrscheinlich in dem Tempo nicht lesen können, das ist blöd, aber ihr könnt es ja langsam abspielen.
und es reiht sich ungelogen ein Tunnel an den nächsten. Das scheint ein etwas älterer zu sein. Ihr seht, der ist nicht ganz so, naja, nicht ganz so groß wie der andere, hat auch ist von den Lampen schlechter beleuchtet. Auch der zieht sich nochmal kilometerweit nach hinten. Und in diesem kleinen Zwischenstück zwischen den beiden Tunneln hat zumindest mein Navi es nicht hinbekommen, da wieder eine Verbindung aufzubauen. Also das war nach wie vor tot und ich habe den richtigen Weg gefunden, weil ich eben wusste, dass ich Richtung Karlsbad muss und dann später stand auch Pilsen mit dran. Aber wer irgendwo Hinterwäldlerskaff klingt blöd, aber wer irgendwo ins Nirvana möchte und nicht genau weiß, was dann die nächste größere Stadt ist, der kann, fürchte ich, in diesem unterirdischen System ganz massive Probleme bekommen. Wobei ich an sich sehr, sehr gerne Tunnel fahre. Mir macht das großen Spaß, weil, naja, ich denke, die meisten Nerds unter euch, die früher Mario Kart gespielt haben, die können das absolut nachvollziehen. Man fühlt sich so ein bisschen wie bei Mario Kart. Das hat man in klein schon auf der Autobahn Richtung Hamburg raus in Berlin. Da gibt es ja auch so ein kleines Tunnelsystem. Die sind ein Witz im Gegensatz zu denen in Prag. Aber trotzdem hat das irgendwie was. Es ist hell da drin, es ist trocken, es regnet nicht rein. Denn ihr habt ja das scheußliche Wetter vorhin an der Grenze noch in Deutschland gesehen. So, wir sind allerdings mittlerweile wieder raus aus den Tunneln. Wir fahren jetzt den Berg hoch und ich konnte es leider nicht filmen, weil ich hier Auto gefahren bin. Aber wenn wir jetzt nach rechts in die Seitenstraßen schauen könnten, dann würden wir sehen, dass die Straßen da ganz steil hochgehen. Also das erwartet man gar nicht unbedingt. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe nach rechts geschaut, weil ich gucken wollte, ob da irgendwo ein Fußgänger kommt und war total irritiert, dass da so ein steiler Anstieg vorhanden ist. Also Prag ist ziemlich hügelig gebaut. Jetzt hätte ich aber fast das Wichtigste vergessen, denn okay, ihr seht die Leute ja leider auch nur durchrennen, aber sonst würde das völlig ausarten, wenn ich das noch in Echtzeit abspiele, das schaut sich ja keiner an. Also wer das langsamer sehen will, stellt die Geschwindigkeit auf 0,25, dann hat er die Originalaufnahmegeschwindigkeit. Was ich euch noch erzählen wollte, ist das Thema Paranoia-Piloten. Denn das hatten sehr viele gefragt, da waren viele interessiert dran, wie sieht es denn aus? Rennen die Leute da mit Maulkorb rum? Da haben die irgendwie Angst? Halten sie denn da brav die Sicherheitsabstände ein? Wie sieht denn das Alltagsleben so aus? Und ja, ich bin ja bisher nur durchgefahren durch die Stadt. Ich habe da jetzt noch keinen richtigen Laden besucht. Das mache ich morgen. Ich war allerdings schon in einer Tankstelle. Ich habe ja diese Vignette gekauft. Und da habe ich ja schon angemerkt, da gibt es, das ist ähnlich wie in Deutschland, ein paar Paranoia-Piloten und viele, die drauf scheißen. Das war allerdings immer Grenzgebiet. Das war die erste Raststätte auf tschechischem Boden nach dem Grenzübertritt bei, oh Mann, jetzt habe ich vergessen, wie dieser Ort heißt. Ach Gott, das ist, wenn man müde ist, denn ich habe ja, ich habe es euch ja gesagt, ich habe gestern den ganzen Nachmittag geschlafen, bin dann so gegen Abend aufgestanden und bin jetzt so um die 24 Stunden wach. Das heißt, nach dem Essen schmeiße ich mich erstmal 3 Stunden ins Bett und schlafe. Wir gehen jetzt um 20 Uhr in das hoteleigene Pizza-Restaurant einfach schnell was futtern. Dann stehe ich gegen Mitternacht, 1 Uhr morgens nochmal auf und mache dann noch mit euch einen kurzen Vlog, so 20 Minuten, na gut, wahrscheinlich eher eine halbe Stunde, ihr kennt mich ja. Und dann penne ich erstmal, weil morgen geht es sehr, sehr früh los. Ich will morgen ganz, ganz viel mit euch filmen und ich habe ja auch vor, den Wettkampf im besten Fall zu gewinnen. Wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Ich probiere es aber zumindest. Wenn ich total abluse, dann haben wir alle was zu lachen. Ist ja auch nicht schlecht. So, aber zum Thema Paranoia-Pilot nochmal zurück. Ich habe es leider nicht mitgefilmt. Ich bin die letzten 50 Minuten über Landstraßen gefahren, durch kleine Dörfer. Und ich habe da fast niemanden mit Maulkorb gesehen. Im Grenzgebiet und in Prag, ja, da waren einige. Aber draußen in den kleineren Ortschaften, ländlicher gelegen, da gibt da offensichtlich niemand sonderlich viel drauf. Ich bin an vielen Supermärkten vorbeigefahren. Auch da hat man gesehen, auf den Parkplätzen, da hatte keiner einen Maulkorb irgendwie umhängen oder so. Die scheinen die gar nicht dabei gehabt zu haben. Also sie sind offenbar ein bisschen gelassener. Ich bin angekommen. Ihr habt wahrscheinlich jetzt relativ viele Autofahrsequenzen gesehen. Ich quatsche euch auch da gleich noch was dazu noch drauf, damit es nicht so langweilig ist. Jetzt ist es gleich 6:30. Ich warte jetzt noch auf die anderen. Hab mein Zimmer gerade bezogen und ich zeige euch das heute mal mit zur Abwechslung ohne Juna, denn eigentlich wäre jetzt die Zeit für die Juna-Roomtour, aber da Juna ja nun sicher zu Hause ein faules Wochenende macht, muss es halt mal so gehen. Ich weiß leider nicht so richtig, wie diese Stadt hier heißt. Das ist ein bisschen doof. Mein Autonavi hat es gar nicht gefunden. Mein Handy-Navi hat es anders genannt, als es bei booking.com steht. Aber wir sind irgendwo in der Nähe von... Oh gut, wie heißt
sage ich euch aus dem Off gleich. Ich zeige euch erstmal das Zimmer. Klein, aber gemütlich. Internet gibt es natürlich auch. Ich hoffe, das ist besser als das Internet, was ich gestern zu Hause hatte. Es gibt Parkplätze, das ist definitiv viel wert. Und wir sind ja ohnehin eigentlich nur heute Nacht hier. Morgen geht es dann direkt nach Pilsen. Denn na, morgen ist dann eine größere Gruppe mit dabei und da sind wir mehr Leute und da passen nicht alle hier in das gleiche Hotel oder so. Deswegen ziehen wir morgen nach dem ersten Wettkampftag um direkt nach Pilsen rein. Jetzt gerade sind wir ungefähr knappe 100 Kilometer, 60, 70 Kilometer südlich von Pilsen. Also ich musste noch ein Stück weiterfahren von Berlin aus und bin verdammt froh, dass ich endlich angekommen bin. Jetzt bastle ich euch erstmal ein schönes Reiseimpressionsvideo zusammen. Mir sind auch unterwegs noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich noch nicht gesagt habe. Das mache ich jetzt in der Nachbearbeitung und hoffe, dass es euch ein bisschen unterhalten und gefallen hat. Und mal schauen, was ich dann morgen für Videosequenzen zusammenbekomme. Ich bin mir gerade echt unsicher, wie ich die sehr, sehr lange Fahrszene aus Prag mit einbinde. Also wenn ihr an dieser Stelle im Video seid, habt das ja eh schon gesehen. Ich habe nämlich eine Stunde lang in Prag das Autofahren gefilmt. Und das ist dann doch ein bisschen too much, auch im Schnelldurchlauf. Ich werde da wahrscheinlich einiges rausgeschnitten haben. Aber auch das quatsche ich euch aus dem Off rein. Jetzt sehen wir uns erstmal heute Abend wieder. Es könnte sein, dass ich vorher einschlafe. Also wundert euch bitte nicht, falls ihr von mir nichts hört, bin ich einfach eingepennt. Ich bin nämlich ziemlich hundemüde. Ich muss gleich noch essen gehen mit den anderen. Also ich habe ja schon, ich freue mich ja drauf. So ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine ganz, ganz schlimme Pflicht wäre. Aber naja, ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Also müsste jetzt nicht unbedingt sein, noch stundenlang essen zu gehen. Aber natürlich freue ich mich auf alle andere. Jetzt muss man da so den Mittelweg finden.